wunderschön und herzlich willkommen zu Spider-Man Homecoming. Ja, Mensch, endlich ein neuer Spider-Man-Teil von der Spider-Man-Reihe. Endlich ein Teil zur Homecoming. Haben wir lang drauf gewartet, ne? Hintergrundinformation. Ich habe bei ihm auf Game Droid ein paar Spiele gesehen, so. Unter anderem Super Mario 64, irgendwas da. Und auch das hier. Und als ich ihn gestartet habe, hatte ich einen mega Lachflash. Schon wieder. Ja, ist doch cool, oder? Man hat sich wirklich jemanden Gedanken gemacht. Ich hatte schon mal ein. Oh, oh, hey, immerhin. Das ist so flott geht hier. Dann bin ich nicht recht. Schönen guten Tag. Das sieht aus wie aus so einem Simulator-Spiel. ja, ich hier wollte jetzt auch gerne wieder für ein paar Zahlen aufmachen. Ne? Also, aber nur ein bisschen, um das ganze Spiel ein bisschen zu zeigen hier. Und damit ich was zum Hochladen habe und zum Lachen. So, das ist anscheinend irgendwie nicht so. Gucken wir mal. Ah, oh, das ist keine Mission. Das ist. Dr. Octopus! Ne? Schau dir das Maul, Junge. Ich hau aus Maul. Ich geb dir richtig, Junge. Ich geb dir. Kann man den. Aua. Ich. Weg ist er. Tja, so besiegt man das, so bekämpft man das Verbrechen. So wie ich, so wie haben wir hier. Bestimmt Kanisch oder so. Ne, keine. Mensch, hallo. Na? Aua. Oh Mann, der haut aber ganz schön was zu, Junge. Die Musik dazu, ey. Höllenhaft, ein höllenhaftes Spiel. Darauf hat die Welt gewartet. Oh mein Gott. Ich hab auch keine Lebensanzeige oder so. Völlig irrelevant. Wer braucht das schon? Aufs Maul hauen hier. Wirklich. Das ist. Das ist innovativ, das hat den Spider-Man-Spielen dieser Spielereihe noch gefehlt. Spider-Coins, oh mein Gott, kann man noch Leute verprügeln. Die sehen aus wie aus. Oh, wir können auch fliegen. Woo, gleiten! CVS24, da werden sie geholfen. Kann man auch hin und her. Ja, ich laufe die Wand. Der rennt ja richtig, der Junge. Mensch, das. Oh, was haben wir hier? Geil, Mitglieder. Oh, ist Maul. Oh Gott. Spider-Coins! Kann man sich davon irgendwie was kaufen? Ist das möglich? Ich hab keine Ahnung. Sammeln wir uns einfach mal ein. Es wird auch nicht angezeigt, wir haben Pocket Square Quiz. Alter, was war das denn für ein sicker Move? Junge! Wow, der ist auch nicht drauf, der Spidey. Tja, Bäume, die halten mich auf hier, ne? Rainbow! Yeah! Sind wir in Chinatown oder? Ich meine. Hey! Darauf hat echt die Welt gewartet, auf dieses Spiel. Das hat noch gefehlt.
glaube, wir sind in Japan oder so. Anders kann ich es mir nicht erklären, die Berge und so. Ich meine, ey. Das ist also der japanische Homecoming Spider-Man. Hui! Was zur Hölle? Okay, ich würde sagen, wir besiegen noch ein, zwei Gegner. Dann verabschiede ich mich. Wow. Dann verabschiede ich mich auch wieder, weil ich glaube, mehr passiert hier auch nicht. Ich meine, hat er darauf geachtet, dass in der Nähe Gebäude sein müssen. Obwohl, ich glaube, dass. Ich meine, ich bin kein Spieleentwickler. Und ich kenne mich damit auch nicht aus. Und ich finde es generell immer sehr cool von Leuten, die sich irgendwo hinsetzen und sich denken, ich mache jetzt ein Spiel. So, das muss man auch erstmal irgendwie können. So, ich kann es nicht, ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung. Trotzdem, vielleicht ein erstes Spiel oder so. Mensch, ein Bahnhof ohne Bahnsteig und Züge vielleicht. Hey. So. Das ist das Ziel. Jetzt sind wir böse Buben hier. So, jetzt werden die verkloppt. Wuppa! Ich glaube, ich mache hiermit eine neue Reihe. Namens, und das haben bestimmt schon viele gemacht, haben sie mir ja Let's Test. Das haben bestimmt schon viele gemacht und so ist mir aber auch völlig egal. Das ist mir egal, ich nenn's einfach. Wow, was war das? So, was haben wir hier? Noch ein paar böse Jungs zum Verkloppen. Aber ja, hallo. Angezockt oder so, keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung. Ja. Wo ist das größte Gebäude? Da ist das größte Gebäude, sehe ich gerade. Dann gucken wir nochmal dahin kurz. Weil jetzt waren wir so einen richtig schurkischen Gegner am Kanal. Das war nämlich ein Universum. Wieder eine böse Jungs hier. Nein, dann kloppen wir die noch und dann sagen. Sag ich mal, adieu. Okay, warte, ganz kurz, einen Moment. Was renn ich hier hoch hier, Junge? Das schaut hier locker. So. Okay, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal hiermit. Ich werde auch gerne weitere Parts davon aufnehmen. Es sei denn, es meldet sich irgendjemand und möchte unbedingt, aber. Naja, mal schauen, wie ich Lust habe oder so, ne? Alles klar. Dann verabschiede ich mich mal heute wieder. War schön. Und tschö, mürö.